Ja, hallo Fred, vielen herzlichen Dank, dass du dich heute live aus den USA mit dazugeschaltet hast. Ich hoffe, dass das im Deutschen für dich alles verständlich ist, da du ja eigentlich Amerikaner bist. Wenn es irgendwelche Sprachbarrieren gibt, dann kannst du auch gerne zwischendurch ins Englische switchen, das ist gar kein Problem. Wir feiern in diesem Jahr ja das 50. Jubiläum unserer Marke Dixie. Und wer könnte uns besser Auskunft geben über die Anfänge unserer Unternehmensgeschichte als unser Dixie-Gründer persönlich? Deswegen bist du heute hier und ja, wir würden total gerne von dir wissen, was hat dich denn damals dazu inspiriert, Dixie zu gründen? Ja, schönen Dank erstmal, Nina. Das ist, hat für mich, ist für mich auch eine große Ehrung, über die Anfangsgeschichten zu erzählen, weil das natürlich sehr wenige Menschen kennen. Erstens, ich hatte also keine Idee, dass ich in Deutschland ein Geschäft aufbauen würde, aber ich liebte Deutschland. Meine erste Begegnung und meine erste Reise in Deutschland war mit der US Air Force. Das war nicht, natürlich kein Urlaub, aber ich habe das Land und die Menschen lieben gelernt und ich habe auch, die haben mich auch so empfangen und eigentlich umarmt und mir als freundlich, sie haben mich eigentlich adoptiert. Und für mich ist Deutschland immer noch meine zweite Heimat. Auf jeden Fall wollte ich einen Weg finden, wieder nach Deutschland zu kommen und in Deutschland zu leben. Ich wusste nicht, was ich machen könnte und sollte, hat aber nach einer Möglichkeit ein Geschäft gesucht, die ich nach Deutschland bringen könnte. Und meine damalige Frau hat eine Möglichkeit gesucht, eine Toilette zu finden und hat eine mobile Toilette gefunden und ist zurückgekommen. Wir waren am Strand im Urlaub und sie hat gesagt, das brauchen wir in Deutschland. Und das war Küste, meine frühe Frau. Und ich habe gesagt, ach, ich habe kein Interesse gezeigt. Später habe ich sie überall gesehen, auf Baustellen und so weiter und habe ein Interesse. Dann hat sich entwickelt, habe eine Firma hier aufgesucht und gesagt, wie kann man das machen? Und ich sage, wir kommen rüber und zeigen dir, wie du das machen kannst. Die sind gekommen. Und nach 3 Tagen merkte ich, dass die weniger wusste als ich, was überhaupt fast unmöglich war, weil ich gar nicht wusste über diesen Geschäft. Aber die konnten mir auch nicht helfen. Dann bin ich wieder nach USA und habe also einen Kabinenhersteller gefunden. Auf jeden Fall war das der Anfang dieser Geschichte. Wenn ich nach Deutschland kam, merkte ich, dass da ein Riesenbedarf war. Und habe gedacht, okay, das ist für ein Land, der so modern, ein Menschen, die so die auf Sauberkeit liegt, muss das ein Markt sein. Und so kam das zustande. Das ist sehr interessant. Also du hast die Idee der mobilen Toilettenkabine quasi aus den USA mitgebracht. Ja. Und ja, also wir haben die Information, dass die ersten Toilettenkabinen die Bezeichnung hatten Dixie A. Wo, du hattest gesagt, du hattest die ersten 30 Kabinen auch aus den USA mitgebracht. Hast du denn aber auch Kabinen selber gebaut oder wie können wir uns das vorstellen? Haben wir angefangen, selber zu bauen, aber erstmal war das für mich eigentlich sehr unverständlich, dass dieses Geschäft damals gab es nur in den USA. Und in den USA war das auch kein, es war also kleine Firmen, da waren keine großen Firmen, einer oder zwei vielleicht, aber keine großen Firmen, da waren alles fast Familiengeschäfte und ganz regional. Und da war das sehr schwierig und ich habe gesagt, okay, anstatt versuchen aus USA zu importieren, was damals sehr, sehr teuer war, würden wir dich selbst bauen. Und wir haben angefangen, selbst mit Glasfaserkunststoff zu bauen. Aber natürlich das Luftfahrtbundesamt und der TÜV hat uns in 3 verschiedene Standorten zugemacht, aus verschiedenen Gründen, weil wir natürlich die ganze Geräte nicht kaufen können und um das eine Produktionshalle ordnungsgemäß zustande zu bringen.
Aber das Selbstbauen war natürlich auch sehr, sehr primitiv, sehr schwer und das war gar nicht unser Geschäft. Eigentlich unser Geschäft war Dienstleistungen, nicht Herstellung. Ich bin natürlich jetzt, wo man beides machen kann, ist in Ordnung, aber damals waren wir nicht in der Lage, beides zu tun. Wir sollten und wollten uns nur auf eine Dienstleistung konzentrieren. Okay, ja, das ist ja tatsächlich heute auch der Schwerpunkt. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. Kommen wir nochmal zu den Anfängen zurück. Zuerst hieß das Unternehmen, was du damals gegründet hast, 1973, Port Sancerre, was so viel heißt wie portable sanitäre Services. Aber wie kam es denn dazu, dass du den Namen Dixie erfunden hast? Oder was hat dich zu dem Namen Dixie inspiriert? Ja, also erstens war natürlich dieser Name unverständlich, also und vom Marketing her eine Katastrophe. Aber wir wussten es nicht besser und haben die ersten paar Jahre eigentlich damit rumgefummelt, sage ich mal so, vom Marketing hier und trotzdem, Gott sei Dank, überlebt. Aber wir waren alle der Meinung, dass wir einen Firmennamen brauchten, die jeder verstehen würde, zumindest mitfühlen könnte und das. Wir haben eine Ausschreibung machen lassen und einer meiner Mentoren, Dr. Harald Rieke aus Wuppertal, hat eine Ausschreibung in seiner Firma gemacht, um eine Namensfindung für die Firma zu finden. Und da hatten wir in dieser Ausschreibung war Frau Prosch, hat den Namen Dixie vorgeworfen. Wir haben das angeguckt und gesagt, was heißt das nach außen für den Menschen heutzutage? Damals, wie gesagt, die jungen Leute haben alle gute Erinnerungen, Musik. Das war also eine Verbindung mit Musik, Dixie. Und die zweite Gruppe war normalerweise so Hausfrauen, die gesagt hat, Hinkel, Waschpuffer. Ja? Die wahrscheinlich gar nicht gibt heute, ich weiß es nicht. Und drittens, die älteren Herren haben gesagt, ein Auto. Und das war für mich eine Überraschung. Was war das für ein Auto? Und gab es kein Auto, der Dixie heißt. Aber das stimmt nicht. Bis 1929 hat die Firma Dixie Autos hergestellt. Und dann sind die gekauft worden, glaube ich, in 29 oder 30 von BMW. Und jedenfalls hatte ich zwei dieser alten Autos gefunden, um aus einer zu machen, der fahrbereit war. Und das war also unser Werbeauto. Wir haben diese auch auf Messen gebracht, überall auf Deutschland. Und das war ein großer Messehit. Auf den Messen waren natürlich viele Menschen, die das Auto angeschaut hat. Und dann könnten wir ins Gespräch kommen, von was wir tun und so. Das war unser Marketing-Tool. Und das war eine sehr schöne Zeit. Ich habe das Auto selbst einmal gefahren und der Mann, der das zusammengestellt hat für mich, hat gesagt, du möchtest den gar nicht fahren. Du willst das überhaupt nicht. Und ich dachte, doch, ich möchte den fahren. Ich habe den einmal in Ratingen gefahren, aber der hat recht. Ich durfte den nicht fahren. Das war unmöglich, eine unmögliche Fahrt. Aber ich habe den einmal gefahren. So viel ich weiß, war das einzige Mal, der Wagen gefahren worden ist. Ich weiß nicht, vielleicht später hat jemand anders. Aber zu meiner Zeit war das die einzige Fahrt von diesem schönen Fahrzeug. Aber das war für uns der Name Dixie dann mit diesem Auto und eine große Vorankommen von diesem Namen weg, vom Port Sancerre zu Dixie. War ganz klasse. Das ist sehr interessant. Vielen Dank, Fred, dass du uns an deinen Geschichten teilhaben lässt. Und ja, du giltst heute als Pionier in dem Bereich mobile Toilettenkabinen. Du hast damals das erste Unternehmen in Deutschland gegründet. Und es ist wirklich total interessant, deinen Geschichten zuzuhören. Und ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für den ersten Teil unserer Interviewserie. Wir sehen uns ja auch nochmal wieder und haben noch ein weiteres Interview. Und da möchten wir dann noch mehr über die Entstehungsgeschichte von Dixie hören und auch,
mehr über die Expansion des Unternehmens erfahren. Vielen Dank. Schönen Dank.